So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part, zu einem letzten Part, Luigi's Mansion 2 mit dem Zwergenfürst. Ja, wie im letzten Part schon angekündigt, wird das heute der letzte Part sein von diesem Let's Play. Wir machen hier noch einmal die letzte Mission, beziehungsweise die letzten Missionen. Und ja, dann beenden wir dieses Let's Play mit diesem letzten vor-Halloween-lichen Part. Ja, noch ganz ist es nicht Halloween, aber fast beinahe. Ist schon so eine kleine Einstimmung. Ja, man kann es ja schon. Man kann es ja schon als Henry nennen. Man kann es ja schon fast so nennen. Ist ja morgen soweit. So, wird schon ein bisschen gegruselt hier in Luigi's Mansion 2. So, hier oben haben wir dann den Geist. Den grünen. Einen blauen haben wir nicht mehr, den haben wir alle schon ausgeschaltet. Die drei Flügelteile haben wir schon, 3 von 5. Und wenn ich richtig geguckt habe, wenn ich mich richtig informiert habe, ist es gar nicht mal nötig, den Buhu-Geist zu besiegen. Und wir können hier schon in diesem Treppenhaus weiter. Das ist gar nicht so nötig. Genauso unnötig ist es hier, diesen Stuhl, den Tisch, freizuschalten. Das bringt mir ein bisschen Geld. Naja, nichts gegen Geld. Aber hier im Botaniklabor, das hatten wir im letzten Part schon ein wenig. Haben wir schon richtig gesehen, haben wir schon richtig ertappt, schon richtig fertig gemacht. Zum einen können wir hier diese Blume, die zweite Blume mit dem Geld. Nein, das ist kein Geld, da gibt's ein Juwel für. Die anderen Juwelen haben wir hier noch nicht gefunden. Hier ein Knochen, auch nicht schlecht. Ein goldener Knochen. In diesem Eimer können wir Wasser sammeln. Damit können wir auch diese große Ranke in der Mitte aufleben lassen. Und die dürft uns dann weiterbringen. Schauen wir mal. So, da dürfte es gleich, die stand da schon richtig. Du musst jetzt natürlich da noch an dem richtigen Punkt stehen, damit da Wasser reinfließt. Topf. Ach komm schon. So knapp daneben. So. Hier war's. Na komm, das ist doch richtig. Ach komm schon. So genau bist du doch nicht, Spiel. So Zentimeter genau kann das Spiel das doch nicht nehmen. Ja, endlich. Wasser reingefüllt. So. Damit können wir jetzt erstmal dieses Grünchen vollspritzen. Zum Blühen bringen. Und dann brauchen wir den Eimer genau genommen gar nicht mehr. Weil das, was wir dann noch brauchen, das können wir mit unseren anderen Fähigkeiten entdecken. Das versteckte Juwel. Die anderen drei davor. Die sind mir leider entgangen. Was mir aber auch entgangen ist, ist hier mit dieser Lampe hier ein bisschen rumzuleuchten. Ja genau, da oben ein bisschen reinzuscheinen. Man muss ja nur ungefähr in die Richtung scheinen. Und taucht hier das fehlende Rohrstück auf. Wo es gerade eben rausgetropft hat. Und es geflossen hat. Und dann, wir sehen es, läuft das Wasser hier. Die vertrocknete Blume. Die Blume wächst hinaus in alle Größen. Und wir können die Treppe begehen. Eine kleine Blättertreppe. Und so muss das sein. Setzlingskultur.
Wir sind wann in einem weiteren Raum angekommen. Hier ist nur so spukt. So, hier nochmal die Geister ein bisschen einsammeln. Nein, nicht. Kriegen wir nicht hin. So. Die wurden einmal weggenommen. Okay, wir können doppelt irgendwie einsammeln. So. Und der letzte, den nehmen wir noch die Brille weg. Zack. Und Blitzdingsbumst. Und Haruk. Weg ist er. Aber hier ist noch ein Geist. Hier spukt es noch. Ein viertes Teil. Zwei bräuchten wir noch. Muss noch irgendwo ein blauer Schlüsselgeist sein. Hier nicht. Nur eine lästige Fledermaus. Okay. Hier vielleicht irgendwas irgendwo. Dunkel ist es hier noch. Hier muss noch irgendwas sein. Irgendwo versteckt er sich. Mit Vorliebe in solchen Kommoden. Nicht. Durch die Tür kommen wir hier wieder raus. Aber hier muss noch einer sein. Im dunklen Raum. Und dann in die Etage weiter oben natürlich. Also hier bist du nicht drin. In diesem Plakat. Hier ist nur Geld. Was heißt nur? So. Da können wir nicht runter. Ich frage mich wieso. Müssen wir hier einen Wassereimer mit hochnehmen. Und das dann gießen oder was ist hier die... Okay, da glänzt es ein bisschen, aber was das bringt, weiß ich auch nicht. Da war die Fledermaus drin. Nur verstaubte alte Schubladen. Was das hier bringt, weiß ich nicht. Tja, ich versuche es mal mit dem Eimer von unten. Hier können wir nicht wieder runter? Doch, wir können da wieder runter. Können wir hier vielleicht aus dem Botaniklabor den Eimer mitnehmen? Oder? Oder können wir es nicht? Scheinbar können wir es nicht. Wir können nur ohne Eimer hochlatschen. Das ist aber schade. Ja, was machen wir dann mit dir? Tja, irgendwo hier muss der Geist sich aufhalten. Das ist jetzt hier. Oh, da können wir durch. Ja, sag ich doch. Da ist der Geist. Und da haben wir den Geist. Und der Schlüssel. Das Torteil. Erhält den Raum. 4 von 5. Da war es noch eines. Ein Teilchen müssen wir noch finden. Haben wir die Mission hier geschafft. Endlich. Nibuhu müssen wir gar nicht mal besiegen. Der ist nur so zum Spaß oder zur Verzweiflung. Der ist einfach nur da, um uns zum Weißglut zu bringen. Und Lebenszeit zu rauben. So einfach ist es. So schlicht und einfach. Na? So, hier geht's nochmal rein. Hier haben wir noch einen Raum. Betreten wir ihn. Der Wintergarten. Gruselige Grabesmusik. Er krempelt seinen Arm hoch. Oh, es sind gleich 2er. 3er. Haben wir mal die Weite. 3 gegen 1, das ist aber unfair. Nachher rein mit euch. Da war es noch einer.
Na, alleine siehst du nicht so stark aus. Was? Na, komm, du kriegst auch noch rein. Die Ruckengeister sind ein bisschen stärker, die brauchen zwei Anhiebe, damit man sie bekommen kann. Na, ah, aus der Orgel. In der Orgel spielt's. Na, komm. Oh, der ist aber ziemlich schnell weg. Müssen wir halt mit der Orgel ein bisschen spielen, damit das funktioniert. Und jetzt. Ach komm schon. So schnell kann ich nicht. Na komm, na komm, na komm. Ich kriege ich. Na komm, na komm. Sehr nice. Haben wir was. Endlich. Finde die Windradflügel. Da haben wir sie. Können wir das Tor jetzt reparieren und weiter. So leicht ist das, so einfach. Prächtig, Luigi. Das war der letzte Windradflügel für das Gatter zum Baum. Ich hole dich schnell zurück, dann können wir den Rest bereden. Beehren. Geschafft jetzt. Mal wieder eine Mission geschafft. Ganz zum Schluss noch ein paar Missionen abschließen. Vielleicht schaffen wir gleich noch die nächste. Das sieht doch sehr gut aus. Rang 2 Sterne. Okay. So ein Juwel gefunden. So sieht's aus. Und da hat sich das Spiel gespeichert. Sehr schön. Müssen wir das nicht immer und immer wieder wiederholen. Haben wir das mal geschafft. Wie schön. Das freut mich doch. Zurück im Labor. Wurden wir zurückgewechselt. Dieser dreiste Diebesbande hast du aber gezeigt, mein Freund. Einmal einsaugen, die Geister. So, neues Gewehr gefunden. Neues Geistergewicht. Masse und Munzen. 26 W. Munzen, also 26 Munzen. So, Reichtümer. Nichts extra hat man nicht erreicht. Sehr schade. Müssen wir auch ein bisschen Geld sammeln. Nicht auszudenken, wenn einer mit seinen Windradflügeln über alle Berge entfleucht wäre. Und ich habe gewiss das richtige Werkzeug, um die Flügel wieder einzusetzen. Hehehe, manchmal bist du wirklich vom Pech verfolgt. Oder, mein Bester, die Geister piesacken dich schon. Ehe du einen Fuß in den hohlen Baum setzen konntest, aber nicht aufgeben. Gemeinsam lassen wir den finsteren Mond nun wieder herstrahlen. Okay, B2 abgeschlossen. Das Windradstor. B3 Friedhofsgang. Das klingt doch spannend. Na dann, Luigi, ich hoffe, du hast auch alle Windradflüge dabei. Das Werkzeug. Dieser Sechskantschlüssel ist genau das Richtige, um sie wieder anzuschrauben. Nimm das. It's dangerous to go alone. Take this. Eingesteckt hat das. Und nicht vergessen, links rum lose, rechts rum rein. Jo, wie immer. Auf geht's. Gut, also nochmal. Öffne das Tor, betritt den hohen Baum und finde den Weg nach oben. Na dann, ich werde von meinem bequemen Sessel aus zusehen, wie du dich schlägst. Wie immer stimmt's. Also ran, an die Buletten. Jo, auf geht's. Da werden wir gewechselt. Zurück ins nächste Abenteuer. Na komm. Dann wagen wir uns noch daran. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Oh, diesmal kein Eimer. Kein Früchtewassereimer. Aber eine Piranha-Pflanze. Oha. Und Überwachungskameras. Schon gefressen. Hallöchen. Geh raus.
schnell vorbei. Verdammt! Hier kann man wohl nicht so schnell vorbei. Hier werden wir schon bei dieser Piranha-Pflanze aufgehalten, oder was? Wie können wir die denn besiegen? Ach, komm schon. Wir sind echt tot hier. Diese einen Piranha-Pflanze. Na komm, schnell vorbei. Ha! Du schießt mich nicht. So, geht mal saugen. Ein bisschen Wasser. Müssen wir uns ja mal waschen. Nachdem wir bei der Piranha-Pflanze dreimal im Maul drin waren. Ist ja dringend notwendig. So. Und jetzt mal hier rein. Nein, 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 nein! Ich glaube, wir müssen diese Pflanze besiegen. Gehst weg. Gehst weg. Gehst weg. Lässt uns hier nicht rein. Ja, das wird's bestimmt bringen. Dann können wir damit die Pflanzen gießen, wollen wir die ja nicht. Ach so, ja. Da haben wir was freigeschaltet. Das Ding hier. Das dann gleich mal rausschießen. Ja. Gut. Muss nur noch treffen. Haben wir sie getroffen? Jo, sehr nice. Haben wir sie getroffen. Ist sie verwelkt. Schlüssel zum Tor. Brauchen wir keinen. Oh oh. Die Geister. Klauen sich den letzten oder was? Nein, nicht. Weg da. Nein, 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 nein. Nichts da. Das Abenteuer hatten wir schon mal. Junge, Finger weg. Das mache ich nicht nochmal mit. Die drei auf einmal. Nein. Und rein mit dir. So war es noch zwei. Ich habe noch 20% Leben. Na komm, rein mit euch. Ich auch. Null. Na toll. Das Ganze nochmal von vorne oder was? Gute Nacht. So, wieder bei euch. Na komm, als erstes den hier. Das möglichst nicht treffen lassen. Na komm. Zwei auf einmal. Na komm. Na komm. Ich würde gerade sagen, uns vom Großen nicht treffen lassen. Na komm. Und weiter. Und zack. Zack, wenn du es da mal so besiegt. Da ist noch der kleine Grüne. Den gehen wir auch noch hin. Wäre ja gelacht. So, zack. Der Weg ist frei. Die Geister sind weg. Und hin geht's. So. Wieder in den Sechskant. Und wir haben die Zacken. Dürfte ja jetzt nichts mehr schief gehen. So, ran damit. Stück für Stück. So sieht's aus. Und fest, Traumluigi. Aber ordentlich. Als Klempner, als ehemaliger Klempner könntest du das können. Und ein Gerät. Finde den Gang zur Baumkrone. Öffnet sich die Tür. Und auf zur Baumkrone. Klopf, klopf. Wer ist da? Au, Schreck. Das erinnert stark an Luigi's Mansion, Quatsch, ja, Luigi's Mansion ist es ja. Das erinnert stark an, wie heißt das? Resident Evil. Schnell hier hoch.
Ich glaube, wir hängen mal fest. Die ewige Treppe. Ja gut, dann halt nicht. Also wir ziehen mal rein. Der spuckt sogar auf den Treppen. Hier kommen wir hoch, das ist gut. Ach, verdammt. Mach Sachen. So, rein mit dir. Ich hätte mal auch. Dann nehmen wir halt die andere Treppe. Sehr gut. So, Spinne. Ach so, die müssen wir anbrennen. So war das ja das Spinnen. Und so, mach weg das Spinnennetz. Wer wurde hinter auf mich wartet? Oha. Böse Spinne. Da kommen wir nicht rein. Oh. Was in Git hat was zu sagen. Schreck, lass nach! Wo kommt denn plötzlich dieses finstere Tor her? Und dabei ist dies der einzige Weg hinauf zum Baumspitze. Warte, lass mich rasch etwas nachschauen. Aha, ich habe etwas in der Aufzeichnung zu den Efeutschirmen gefunden. Das Tor lässt sich mit einem besonderen Schlüssel aus dem Mausoleum öffnen. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Friedhöfen, Luigi. Alleine im vielen fahlen Mond. Echt. Da sind sicherlich kleine Geister unterwegs. Nein, 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 nein. Höchste. Okay, ab ins Mausoleum. Und wie kommen wir dahin? Ins Mausoleum. So wahrscheinlich. Und abwärts. Ja, so sieht's aus. Und lass dich fallen. Schön saugen. Und runter mit dir. Und loslassen. Und ich fürchte, jetzt müssen wir damit. Oh, können wir freisteuern. Ja, jetzt vielleicht nicht ins Wasser halten, die Dinger. So, zünd an. Luigi. So, über Wasser halten, über Wasser halten, über Wasser halten. Und ran da. Sehr nice. Gelöscht. Und ab ins Mausoleum. Auf den Friedhof. So schaut's aus. Baumwurzeln. Nein, sind wir hier nicht richtig? Nur ein versteckter. Ach so, ein versteckter Gang. Und nun. Nix. Geht's hier noch weiter? Noch weitere Gänge? Spinnen. Verdammt. Die Spinne brauchen wir wahrscheinlich. Und dann müssen wir ganz woanders lang. Okay. Spinne weg. Hier noch ein Gang versteckt. Aha. Ein Fahrstuhl oder sowas langt. Tatsache. Alter Friedhof. Aus dem Rabenschnabel aus. So, okay. Nachts auf dem Friedhof. Wundervoll. Wundervoll, Ski. Schnell ruhig, hier gar nicht lange bleiben, gar nicht rumschleichen. Ganz schnell rennen. So, Mausoleum. Hier wartet der Endboss auf uns. Ich vermute es ja schon.
eine kleine Spinne. Und eine Mumie im Mausoleum. Tot! Papa! Hier liegt ein Tod. In Ruhe, in Frieden. Tod! Tatsache. Da war ein Gemälde gefangen. Und um einen kleinen Tod zu transportieren, dürfte das auch reichen. So. Oh ja, das wird natürlich nicht problemlos gehen. Der Tod hat Angst vor Fledermäusen. Ist alles gut, Tod. Kannst mitkommen. Tod! Todfresser. Tod. Ach, verdammt. Tod hier geblieben. Eingesaugt. Ja, so muss das sein. Mitgekommen. Du bleibst jetzt bei mir. Dankeschön. Der verdammte, schreckhafte Tod. Ich glaube, den sollten wir immer ansaugen und mitnehmen, dass der uns nicht abhaut. Und der kriegt's doch wieder. Kriegt's doch wieder mit der Angst, der Tod. Sind nur kleine Geister. Die tun dir nichts. Bleibst du. Ist richtig. Tod, ich werde dich beschützen. Keine Angst. Das kriegen wir gemeinsam hin. Ich bringe dich sicher zurück. Bossgegner. So schaut's aus. Tod, die Todfrist da hinten. Das macht nicht besser. Wir haben alle irgendwelchen Schutz vor den Augen. Das ist nicht gut. Wie können wir die... Tod? Kann ich dich vielleicht darauf werfen? Von hinten? Ich schau noch nicht ganz durch. Ich blick noch nicht. Kurz bevor sie angreifen, oder wie, was ist die Lage hier? Na? Die greifen irgendwann an. Ah, die Eichel habe ich. Ach, verdammt. Dürfen wir uns nicht treffen lassen. Müssen wir gucken, wann die wie hingucken und dann treffen. Ah, dich habe ich. Na komm, und das nicht treffen lassen. Verdammt, das ist doch nicht möglich. Doch, das ist möglich, aber... Okay. Na komm. Eine guckt irgendwann weg und dann... Verdammt. Sind komm, und ich bin tot. Na toll. Gute Nacht. Todst du... Das ist ein bisschen, ja, das ist ganz von Anfang. Nee, komm, das lassen wir jetzt. Wenn wir die besiegt hätten, hätten wir nur noch den Tod zurückbringen müssen. Dann wäre es geschehen. Ja, komm, das ist jetzt zu viel des Guten. Das haben wir jetzt. Ja, die Mission brauchen wir jetzt nicht. Zum Unterschlupf, ja. Schickt wen anders, der den Tod rettet. Und die verdammte Todfresse ist es nicht wert. Ich gebe das Ding auf. Ja, letzter Part, wie versprochen. Ich muss hier aufhören. Ja, Friedhofsgang. Den hätten wir noch erledigen müssen. Sei es drum. Dumm ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Dieses letzte Partchen. Von den Efeu-Türmen von... Ich kann auch nicht mehr reden. Von Luigi's Mansion 2. Haben wir noch den letzten Part ordentlich hingekriegt. Und dann, ja, war es das damit. Ja, vielleicht irgendwann wieder und dann vollständig. Vielleicht mal als richtiges Let's Play. Nochmal, also das war jetzt auch ein richtiges Let's Play, aber dann vielleicht irgendwann
in besserer Qualität und besseren Bedingungen und mit mehr Laune und mehr, ja. Und beendet diesen Satz selber. Ich weiß es auch nicht. Hab noch einen angenehmen Fürstentag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Haut rein und ciao, ciao. Ist jetzt gut. Gut mit Luigi's Mansion 2. Ciao, ciao.